Der Rettungsdienst bringt die 49-jährige Barbara Meister in die Notaufnahme. Die Hausfrau und Mutter war bei einem Treffen mit ihrem jungen Begleiter aus noch unbekannten Gründen zusammengebrochen. Frau Meister, alles Gute, ne? Macht's gut. Ganz vielen Dank. Vielen Dank euch. So, Frau Meister, Schwester Amelie haben Sie schon kennenlernen dürfen. Mein Name ist Seehauser. Ist das in Ordnung, wenn der Sohnemann dabei bleibt bei der Behandlung? Das ist mein Sohn. Oh, Entschuldigung. Ich ist, Bekannter. Sorry, ich bin einfach davon ausgegangen. Entschuldigung. Ich bleibe aber gerne trotzdem, ja. Ja? Okay. Da brauchen wir trotzdem von Ihnen einmal kurz den Namen, damit wir uns einmal vorgestellt haben. Ja, Schrott, Pascal Schrott heißt er. Okay, und Sie waren dabei, als das Ganze passiert ist? Ja. Okay. Ja. Offensichtlich auf einem sehr entzückenden Date, glaube ich. Sie sind so schick angezogen, schon lange nicht mehr gesehen, so richtig mit Hut. Sehr schick. Ja, nein, so ähnlich. Dr. Seehauser und ich sind erstmal einfach davon ausgegangen, dass das der Sohn ist, der dabei ist, weil es ja auch nicht unüblich wäre und vom Alter hätte das halt ungefähr gepasst. Dem war aber anscheinend nicht so und ich habe natürlich das nächste Fettnäpfchen dann auch nicht ausgelassen und dass die beiden ein Date hatten, war allerdings wohl auch nicht so und irgendwie schien die Situation den beiden auch ein bisschen unangenehm zu sein. Also es gab jetzt keinen Unfall oder sonst irgendwas. Sie sagten einfach nur eine Schwindelproblematik und dann sind sie vom Stuhl gekippt. Mhm. Ne? Es war jetzt nicht, dass sie irgendwas eingenommen haben, Alkoholkonsum. Nee. Sie ist plötzlich einfach vom Stuhl gefallen. Okay. Vorerkrankung, sonst irgendwas? Nein, sagte der Verwaltungsdienst gar nichts. Sie sagt normalerweise, der Blutdruck ist immer ganz normal. Ja. Gib ihm mal ein neues. Das ist jetzt schon ein bisschen so. Einmal die Tochter kann Frau Meister. Okay. Bitte. Gerne bitte einmal reinkommen. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Geh jetzt bitte, ja? Wer ist das? Bekannter. Ja, Bekannter. Ja, Herr Schroth hat ihre Mutter, nehme ich an. Ne? Sie, die Tochter. Herr Schroth hat ihre Mutter aufgefunden und hierhin begleitet. Ist gerade so schwer. Wer ist das denn? Der ist voll jung. Ich gehe jetzt, Entschuldigung. Ich melde mich. Was für ich melde mich? Wer war das bitte? Das ist doch kein Bekannter, Mama. Doch, das war... Und das stimmt irgendwas nicht. Ich werde das hier später. Nein, ich weiß, dass es zwischen dir und Papa ein bisschen kriselt, aber das wirkt gerade ein bisschen komisch. Okay, ganz kurz, wir haben jetzt gerade ein paar andere Problematiken. Ich sehe diesen jungen Typen, das könnte mein Freund sein. Was für ein Bekannter, Mama. Kann man doch alles gleich... Ist das deine Affäre? Nein. Ist das deine Affäre, frage ich dich gerade. Ja. Das ist voll komisch, das kann nicht sein. Während Schwester Amelie die Tochter zu beruhigen sucht, wird die Patientin für eingehende Untersuchungen stationär aufgenommen. Der Arzt behandelt parallel einen Teenager, der sich angeblich in der Schule verletzt hat. Die Mutter macht sich die größten Sorgen. Ganz gerne auf die Seite. Ja. Was machst du? Sehr gut. Was machst du denn hier? Was hast du gemacht? Ist das eine starke Verletzung? Nee, wie gesagt, es ist nur angebrochen, keine Sorge, es ist nur ein Haares. Kommen Sie gerne mit mir einmal auf die Seite. Es ist, kann alles konservativ passieren. Ja, wie hast du das gemacht? Es ist beim Sportunterricht ist es passiert. Sportunterricht? Ja. Ja. Wie beim Sportunterricht? Beim Schwimmen? Nein, beim Fußball. Wir haben Fußball gespielt. Es war Vertretung, wie gesagt. Und deswegen ist es passiert, ich wurde gegrätscht und dann ist es halt so... So, schau mal, ich will dir ganz kurz was zeigen, weil das wirft so ein paar Ungereimtheiten auf. Guck mal, was hier steht. Bei auffindende Person und dann der Unfallort. Ja. Das passt jetzt nicht zur Angabe der Schule, ne? Ja, da haben Sie recht. Also, ja, aber das musst du nicht mir erzählen, ich glaube, das musst du eher deiner Mutter erzählen. Also. Erzähl, was ist passiert genau? Es war so, das war ja eine Demo für die Umwelt und das war bei so einem Güterbahnhof bei einem Düngemittelhersteller und da haben wir uns halt alle an so ein Fass gekettet und da bin ich halt abgerutscht und runtergefallen und... Titus hatte sich ja im Endeffekt wohl mit mehreren an einen Düngertank festgekettet und dabei ist auch die Verletzung dann zustande gekommen, weil er davon runtergefallen ist. So Umweltschutz und friedliche Demos in allen Ehren, aber sobald es darum geht, dass die eigene Person oder auch andere Personen gefährdet sein können, finde ich das halt nicht mehr gut, denn das sollte immer im Vordergrund stehen. Tut mir leid, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe nicht gedacht, dass sowas passiert. Ich wollte einfach nur was Gutes für die Umwelt tun und so. Es ist ja auch schön, aber du sollst nicht die Schule schwänzen. Schule ist wichtig. So ist es alles glimpflich. Er bekommt nur einen Gips. Du bereitest das gleich alles vor, Amelie. Sie können gerne hier bleiben. Sie können auch gerne dazusetzen und ihm noch mal ein bisschen die Leviten lesen bezüglich des Lügens. Dr. Seehauser sieht unterdessen nach Patientin Barbara.
Deren Zustand hat sich während der bildgebenden Untersuchung weiter verschlechtert. Die Mediziner hegen einen schlimmen Verdacht, warum die Hausfrau unter Schwindel leidet. So, nicht erschrecken. Ja. Ich komme hier mit einer Menge Sachen. Ich will hier nicht einziehen, Frau Meister, bei Ihnen. Das Zimmer dürfen Sie alleine behalten, keine Sorge. Der Blutdruck ist immer noch hoch. Ist ja, gut, dass Sie die Sachen... Ich überprüfe ihn relativ regelmäßig. Ne? Ja, okay. Eine Stunde oder alle zwei Stunden, ja, glaube ich. Ja. Ich baue das hier schon mal grob ein bisschen auf. Frau Meister, Sie waren ja noch kurz in der Röhre, habe ich erfahren von den Kollegen. Ja. Ja. Ging es Ihnen zwischenzeitlich nicht mehr so gut? Ja, mir ist immer noch sehr übel. Ja, dann haben Sie so Lichtblitze gesehen, haben die Kollegen gesagt? Ja. Ja. Frau Meister, schauen Sie mal. Wir vermuten daher, beziehungsweise die Kollegen vielmehr, dass es Sie tatsächlich hier so eine Problematik entwickelt haben, die zwar kein richtiger Schlaganfall war, aber durch eben diesen stark erhöhten Blutdruck über einen längeren Zeitraum kann es zu solchen, in Anführungszeichen, Minischlaganfällen kommen. Das nennt man Tier. Das würde auch dazu passen, was Sie berichtet haben, dass Sie so ein bisschen Kribbeln im Gesichtsbereich hatten. Wie gesagt, mit Ihrem ganzen Allgemeinzustand ist nicht zu spaßen, deswegen sind Sie auch hier auf der Station und werden von den Kollegen überprüft. Ich habe jetzt einen Auftrag bekommen, noch mal ein Sono zu machen, weil Sie während der Untersuchung der Kollegen gesagt haben, dass Sie in letzter Zeit häufig auch Nierenschmerzen haben. Ne? Bitte. Guten Tag. Hallo. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Vielleicht könntet ihr mich mal ins Bild setzen, was ist eigentlich los? Ich komme vom Golf ahnungslos nach Hause. Es ist niemand da. Der Anrufbeantworter. Hallo. Mit wem hast du zu tun? Nur damit ich kurz abgeholt werde. Ein sportlich gekleideter Mann mittleren Alters kam herein. Ja, stellte sich heraus, es war Roland Meister, der Ehemann meiner Patientin. Ja, und der war ziemlich aufgebracht und war gar nicht so interessiert am Gesundheitszustand meiner Patientin, sondern konfrontierte sie gleich mit einem Vorwurf, der es ganz schön in sich hatte. Ich komme nach Hause, der Anrufbeantworter blinkt und irgendein Typ namens Pascal will für ein Date bezahlen. Was? Ja. Okay, da war doch vor uns dieser Typ da. Ist das dieser Pascal? Was für ein Typ? Ja, ich weiß selber noch nicht. Nelly, ist das dieser, Nelly, ist das dieser Pascal? Alles gut, das ist nur ein guter Bekannter von mir. Alles gut. Und wieso bezahlt er für ein Date? Ja, ist das... Das ist ein Missverständnis. Nee, nicht Missverständnis. Sag mir, bitte sag mir jetzt nicht, dass du irgendwas mit Escort zu tun hast. Nein. Bitte. Nein. Ja, der Meister kam ja rein und erzählte was von einem Anrufbeantworter. Das klang alles doppeldeutig. Man wusste überhaupt nicht, was los war. Die Tochter vermutet Affäre, Escort-Service. Also das war schon alles sehr verwirrend. So, ich schlage vorne vor. Du gehst am besten mit den beiden mal raus. Wir machen ganz in Ruhe das Ultraschall und gucken uns das mal an. Okay. Und dann schauen wir einfach mal, welche Erkrankungen vorliegen können. Sie können hier vorne warten. Genau, wir müssen erstmal nur schauen, weil es kann immer sein, dass auch die Blutdruckproblematik durch eine Problematik im Nierenbereich veranlasst worden ist. Ja? Nelly, alles ist gut. Mach dir keinen Kopf. Tochter Nelly ist hin und her gerissen. Einerseits ist die junge Frau wütend, weil ihre Mutter den Vater womöglich betrügt. Andererseits hat sie Angst, weil ihre Mama schwer krank sein könnte. Wenig später bringt der Arzt erste Neuigkeiten. Ihre Frau hatte kurz darum gebeten, dass ich Ihnen das ganz kurz erkläre. Tatsächlich ist es so, dass da im Nierenbereich eventuell sich der Verdacht bestätigen könnte, ne? Also wir setzen das bewusst in Konjunktiv, dass dort eventuell eine Raumforderung ist, also so ein Gewebeansammlung, die dort nicht hingehört. Das ist aber kein gutes Zeichen, ne? Das sind, ja, so wie man es nehmen möchte. Zum einen sind das natürlich nicht immer tolle Neuigkeiten, zum anderen ist es aber so, dass man eventuell eine Erklärung dafür hätte, warum ihre Frau so Blutdruckentgleisungen hat. Irgendwie gab es hier so zwei Hiobsbotschaften für die Familie Meister. Zum einen, muss man ehrlicherweise sagen, ging es der Frau Meister de facto einfach nicht wirklich gut. Und wir standen hier noch so ein bisschen vor einer ungewissen Diagnose. Warum hat sie so einen hohen Blutdruck und was hat das mit den Nieren zu tun? Zum anderen gab es ja diesen ominösen Herrn Schroth, der dann auch noch irgendwie Geld verlangt hat über eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, was auch für mich privat relativ komisch klang, denn er war ja schon deutlich jünger. Aber das waren so Sachen, auf die hatte ich jetzt keine Zeit, mich zu konzentrieren. Wichtig war für mich jetzt erstmal einen Ultraschall der Nieren durchzuführen. Ja, also es ist dann so, dass die Kollegen das nochmal befunden müssen. Das dauert dann ungefähr nochmal 1 bis 2 Stunden. Ja. Melden uns dann, wenn es Neuigkeiten gibt. Dankeschön. Das Klinikteam findet dank weiterer Nachforschungen die Ursache für die Beschwerden. Am folgenden Tag muss sich Barbara einer Operation unterziehen. Vor dem Eingriff taucht dann abermals der junge Mann auf, der die Patientin in die Klinik begleitet hatte. Was machst du denn hier? Das ist der, ne? Das ist der Typ, ja, der hier bei Mutter war. Ja, Barbara, mal gucken, wie es dir geht. Ja, was fällt dir eigentlich ein, hier aufzukreuzen? Ja. Was bildest du dir ein, oder? Ist gut.
gut, komm. Moment mal, hallo? Lass also, Barbara, das musst du dann mal hier. Fremde Frauen angraben, das oder wie? Das musst du Barbara mal erklären hier. Ich habe damit nichts zu tun. Ich kann da nichts für. Hört mal, ihr zwei. Hört mal bitte zu. Wer ist das? Ich muss jetzt mal euch was gestehen. Und vor der OP möchte ich hier noch meinen Tisch machen. Oh mein Gott, jetzt kommt's. Nee, es kommt gar nichts Schlimmes. Papa ist doch nur beim Golfen. Kümmert sich gar nicht mehr um mich. Hat kaum mehr Zeit. Jeden Tag ist er auf dem Golfplatz. Und ich habe mich einsam gefühlt. Ja. Und ich habe mich vor einem halben Jahr selbstständig gemacht. Ich arbeite als Love Coach. Was? Ja, es ist, ist kein Escort Service, ist nichts Schlimmes. Ich gebe Beziehungstipps. Oder ich hatte jetzt mit ihm ein Übungsdate. Bloß, du musst auch mal meine Situation. Ich habe beim Golf viele Kontakte geknüpft. Warum redest du nicht mit Papa darüber? Ja, nee, er hat ja nur sein Golf im Kopf und hat gar keine Zeit mehr gehabt. Er hat mir ja gar nicht mehr zugehört. Und wie gesagt, ich hatte ein Übungsdate und er ist sehr schüchtern. Es tut mir auch leid. Also warum hast du einen Blumenschaus in der Hand? Er wusste nicht, dass ich Familie habe, dass ich verheiratet bin und dass ich eine Tochter habe. Und er hat sich in mich verliebt, hat mir seine Liebe gestanden. Ja, und dann bin ich ohnmächtig geworden. Ich war so geschockt. Tut mir total leid. Also, du könntest ich war so geschockt. Ja, ehrlich. Lass dir die Blumen hier, ich gehe besser. Die das kannst du mitnehmen. Ja. Es tut mir leid, alles. Ja. Also ich hätte da nicht so viel reininterpretieren dürfen, aber... Ja, die ganze Situation löste sich ja dann auf, als die Frau dann erzählt, dass sie als Love Coach arbeitet. Ja, sie hat sich wohl ein bisschen vernachlässigt gefühlt in der Ehe. Ich denke mal, wenn man wirklich miteinander redet, könnte so etwas auch nicht passieren. Aber die haben sich vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren. Ganz kurz, entschuldige, wenn ich mich einklinken kann. Frau Meister, viele Kollegen haben Sie jetzt ja gestern Abend noch gesehen, auch alle in weißen Kitteln. Es geht ein bisschen dabei, ich habe was mitgebracht, da geht es darum, dass wir, Sie wissen ja schon, dass Sie nüchtern bleiben müssen, das hast du, glaube ich, schon kommuniziert an jeder, ne? Mhm. Sie wissen, dass Sie heute operiert werden müssen, eventuell im Nachmittagsbereich und deswegen müssen wir hier nochmal kurz was durchsprechen zum sogenannten Aufklärungsbogen. Mhm. Den gibt es einmal von der Anästhesie, den haben Sie ja schon gemacht und dann gibt es einmal chirurgischer Natur. Mhm. Wir gehen ja derzeit davon aus, dass Sie ein Pheochromozytom haben. Das ist ein ganz kompliziertes Wort. Das bedeutet, dass es hier im Nierenbereich eine Veränderung gibt, eine Gewebeveränderung, die hauptverantwortlich ist für diese Blutdruckentgleisung. Generell muss man festhalten, so eine Niere, wie man hier zum Beispiel auf dem Modell erkennen kann, ja, die ist eigentlich ein relativ wichtiges Organ, obwohl sie klein ist und manchmal unterschätzt wird. Die Niere ist ein paarig angelegtes Organ im Körper und wenn man jetzt hier mal einmal durchschaut, und wir haben hier einmal so einen Sagittalschnitt, nennen wir Mediziner das, dann sehen wir, dass die Niere eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Filterorgan im Körper ist. Im Fall von Frau Meister geht es aber eher hier um den Nierenrand bzw. das Nierenmark und zum anderen aber auch um die Nebenniere. Diese Nebenniere, die sitzt hier oben drauf, man sieht das hier im Querschnitt angedeutet, wie so eine kleine Kappe, auch die gibt es zweimal im Körper. Wichtig ist aber in diesem Fall, dass die Niere höchstwahrscheinlich bzw. eine Gewebeveränderung im Bereich der Niere verantwortlich ist für die Blutdruckentgleisung bei der Frau Meister. Das ist ein Zustand, damit sind sie nicht gesellschaftsfähig und deshalb entfernen wir das und danach hoffen wir, dass nach einer kurzen medikamentösen Einstellung Ihnen es dann direkt wieder besser geht. Ne? Das wäre schön, ja. Ja. Und dann gebe ich Ihnen jetzt noch mal kurz eine halbe Stunde und dann geht's los in die OP-Vorbereitung. Mhm. Wir müssen noch Fingernägel, Schmuck, Haare, wir müssen noch alles machen, Frau Meister, aber dann geht's auch schon bald los, ne? Ja. Okay. Also, wir sehen uns dann später noch mal. Dankeschön. Okay, danke schön. Nicht dafür. Ach, wir sind doch eine Familie. Vielleicht suchen wir uns ein gemeinsames Hobby, das wir mehr Zeit miteinander verbringen. Ja, weil Golf ist gar nichts für mich. Barbara ist nach dem notwendigen Eingriff wie erhofft genesen. Ihren Job als Love Coach hat sie aufgegeben. Ehemann Roland geht nur noch einmal die Woche zum Golf. Den Rest seiner Freizeit verbringt der 50-Jährige mit seiner Frau.